Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep. Mit dem Sonnenuntergang habe ich mich verabschiedet, mit dem Sonnenaufgang begrüße ich euch wieder zur neuen Folge. Und dennoch ist dazwischen sehr viel Zeit vergangen. Ich habe echt jetzt länger nicht gezockt. Wir haben diese Schiffswrackinsel entdeckt, das weiß ich noch. Da habe ich ordentlich gelootet. Und uns fehlt, glaube ich, noch ein Motorteil oder zwei. Ich muss mal gucken. Hier diese blöde Kompass. So. Fuel Tanks, davon haben wir sowieso immer mehr als genug. Carburetor und eine Cherry Can. Ich glaube, es fehlen zwei Motorteile. Die Cherry Can, glaube ich, zählt separiert. Naja, wir haben noch ein bisschen was zu finden, bis wir einen Motor hätten. Und ich habe hier allerlei Sticks. Naja, allerlei. Es ist auch schnell weg, wenn wir ein paar Foundations bauen. Und Palmfronts. Ich wusste doch, dass das Scheißwetter gibt. Siehst du, ich hier die Bauernregeln zählen. Da ist der Sonnenaufgang da im Dunst. Und so. Nee, keine Ahnung. Häuschen bauen ist eigentlich angesagt. Oh, jetzt ist der Regen wieder so laut. Moment, kurz. Options. So. Ne? Man muss immer da ganz kurz in die Optionen rein, damit die Soundeinstellungen überhaupt greifen. Was sagt denn der Hunger? Der Hunger sagt viel. Krabbe wollte ich jetzt eher nett. Esse ich jetzt die Kartoffeln roh oder? Eigentlich wollten wir die ja mal braten, ne? Füllt sich eigentlich der Eimer mit Wasser, wenn der hier jetzt im Regen steht? Oder ist der leer? Er scheint leer. Mal schauen, ob er sich füllt. Keine Ahnung, aber wir haben uns ja hier irgendwo die Kokosnüsse hingelegt. Drinkable, drinkable. Dann haben wir zumindest das gelöst. Die füllen sich ja immer wieder schön auf. Hui. So. Bin mal gespannt, wann die auseinanderbrechen, weil ich werfe die ja immer wieder auf den Boden und ich glaube, nach einiger Zeit auf den Boden werfen, gehen die Kokosnüsse kaputt. So. Achso, wir müssen ja darüber. Und dahin. So, hier hätten wir unser Essen und wir sind auch ein bisschen im Trockenen. Sehr gut. Ja, die Machete war ja auch eines unserer Beuteobjekte. Aus der letzten Tour. Was war das denn? Der hat ja gerade ganz komisch gehampelt. Naja. Und ich brauche dringend Kokosnüsse. Ich brauche echt dringend Kokosnüsse oder Krabben. Wir können noch zusammen ein paar Krabben jagen jetzt eigentlich, wo es hier so regnet. Ja, wieder halbwegs hergestellt. Aber ich glaube, Nahrung wird schneller unser Problem als gedacht. Da die Kokosnüsse nicht nachwachsen. Könnt ihr übrigens auch eigentlich die Palmen hier umhauen, weil dann außer, dass sie schön aussehen, bringen sie mir auch relativ wenig. Aber mal eine Runde Kokosnüsse holen statt Sticks von den Inseln hat vielleicht auch mal einen Sinn. Ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, was ich tue. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal den Speer und fange nochmal ein paar Krabben, dass wir auf jeden Fall eine Notfallration haben. Die sollten wir dann bei schönem Wetter auch braten. So, dann holen wir uns mal ein paar Krabben. Ich weiß nur gar nicht mehr, wo die waren. Ich glaube, auf der anderen Seite der Insel, aber wir werden es sehen. Da war nicht beim Schiff direkt irgendwo so ein Krabbenloch. Hier vorne jedenfalls scheinbar nicht. Die verkriechen sich alle bei Regen. Die mögen kein Wasser. Ne? Krabben und Wasser, das ist einfach nichts. Da gehen die bei Regen in ihre Löcher zurück. Ich dachte gerade, es wäre eine Schlange implementiert. Alter. Mann, Mann, Mann. Lashings haben wir mehr als genug. Hallo. Hm.
Das waren die seltenen Regenkrabben, die bleiben draußen. Ach, ein Floß haben wir ja auch, genau. Also die super Krabbenausbau. Aha, wusste ich es doch, direkt beim Boot. Man hätte es so einfach haben können. Hier ist auch so ein Krabbennest. Das heißt, hier sollten sie eigentlich immer respawnen. Wohlgemerkt sollten. Wir machen jetzt davon... Wir lassen mal 4 Stück am Leben. Eins, zwei, drei, vier. Tut mir leid. So, dann können die sich im Zweifelsfall hoffentlich wieder vermehren. Und wir haben erstmal wieder ein bisschen was an Grundvorrat. Das wird echt noch hart. Das wird echt noch hart mit der Nahrung. Also ich muss jetzt nochmal zu unserer Insel oder zu unseren Inseln zurück. Halten die, wenn ich die... Da was, die Krabben, die können wir doch eigentlich, die deponieren wir mal, die halten hier, oder? Die rollen nicht wie die Sardinen da runter und klitschen rum. Ne, das geht. Naja, fast. Wie viel sind das jetzt? Eins, wie die auch alle gewachsen sind, ne? Das waren Mini-Krabben, die ich da aufgedolcht habe. Jetzt sind es alles Trümmer. Meine Herren, 1, 2, 3, 4, ich hätte auch im Inventar zählen können, 8, 10 Stück. Und dann vor dem Lagerfeuer liegen ja auch nochmal so 3, 4. Passt, dann haben wir da auf jeden Fall eine gewisse Grundausstattung. Ja, ich komme jetzt leider zu überhaupt keiner Insel, ne? Kann jetzt echt nichts machen, außer ein bisschen bauen hier. Also, was brauchen wir? Ich habe mir eigentlich, überlegt, dass das hier... unser Lagerhaus wird. Ich möchte lieber was Feudaleres zum Wohnen. Und dann passt das hier eigentlich, da es auch an unserem Nahrungslager, dem Boot, angrenzt, hier so als Lagerraum zu machen. Das kann man noch ein bisschen unterteilen, indem man hier Zwischenwände reinzieht. Eins, zwei, dann hat man hier so 3 Kammern, in die man Sticks, Lashings und Steine und weiß der Geier was reinmachen kann. Hier könnte man die ganzen Sachen, die hier an der Wand gelistet sind, oder ich lasse da einfach stehen und baue hier die Wände rein. Ist vielleicht besser. Oh ne, dann habe ich nur 2 Kammern neben der Tür. Also das Zeug muss darüber. Hier kommen Kammern hin. Und dann können wir hier unser Baumaterial und Co. lagern. Und dann brauche ich einen feudalen Platz für unser Heim. Und das sollte ein bisschen größer und geräumiger sein. Und vor allen Dingen... den will ich auch da lassen können. Vor allen Dingen eine schönere Lage haben noch. Ja, man will ja auch schön gestrandet sein, ja? Also so ein bisschen Anspruch hat man ja auch als First-Class-Reisender, als ehemals First-Class-Reisender, ja, wo wir abgestürzt sind. Da saß man ja sehr feudal im Flugzeug, da in unserem Sessel mit Wein und Kippen und Martini. Ja, und dann ist klar, dass so ein Snob, so ein reisender Snob sich jetzt auch nicht so eine Popelhütte da baut, sondern auf dem Teil der Insel die Hütte baut, wo immer die Sonne scheint, nämlich im Süden. Wenn das jetzt Süden ist, lache ich. Ne, es ist Norden. Und hier dann residiert. Ja, nicht nur wohnt, sondern residiert. Und wohnen kann jeder, residieren nur die wenigsten. Und wir brauchen doch den Hammer. Aber jetzt haben wir schönes Wetter. Mann, ist doch egal, was ich anfange. Es ist zum Scheitern verurteilt hier. Hui. Hui. Das legt man weg. Die Machete kann dafür erstmal hier bleiben. Die müssen wir nur unbedingt dann wieder einpacken, wenn wir uns auf Reise begeben. Ich glaube, das ist in der Tat die beste Waffe gegen Haie. Hammer. So. Also ich hatte es letzte Folge ja, glaube ich, auch angekündigt, dass jetzt mal wieder ein bisschen gebaut werden wird. Und Wetter hin oder her. Ich denke mal, wir probieren das jetzt. Ich hatte
so eine Ecke ausgeguckt, wo ich gesagt habe, hey, da könnten wir so ein bisschen raus aufs Meer bauen. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das war die hier. Es ginge natürlich auch ein Stück weit hier. Da vermutlich nicht. Ich hätte halt gern so ein Häuschen am See mit Haushai, selbstverständlich, ja. Mit Haushai, der gehört dazu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, viele. Foundation. So, wie war denn das mit dem Floß? Wann ist es umgesnappt? Hier schon. Jetzt fängt der Ärger wieder an. Andererseits ist das schon ein ganz schönes Stück im Wasser. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Okay, ich habe die Grenze gefunden, würde ich sagen. Machen das nochmal so. So, weiter geht's nicht. Aber das finde ich gut. Da könnte man echt hier so einen Steg rausbauen. Ist die Frage, wie hoch man den macht. Er soll ja im Zweifelsfall auch ein bisschen ein bisschen tieferes Wasser. Wir wissen ja alle, die Pole schmelzen und Meeresspiegel steigt. Insofern auf Stelzen zu bauen ist sinnvoll. Ich glaube. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier so einen Steg rausbauen können. Das wäre schon sehr stylisch. Ich habe nur viel zu wenig Sticks, glaube ich, insgesamt, um hier dieses Baubuff. 1, 2 viele. Foundation. Okay, die snap dran. Jetzt hoffe ich nur, dass ich hier nicht zu flach gebaut habe und dagegen. Aber eigentlich ist das genau mein Ziel, dass man jetzt ohne groß zu springen dann auf diesen Steg draufläuft. Ah ja, zu wenig. Schauen wir mal. Mal schauen, ob das, was ich mir da vorstelle, überhaupt realisierbar ist. Oder ob da wieder irgendwelche imaginären Steine oder sonst was im Weg sind, die sich nicht überbrücken lassen. Der letzte Stick will nicht. Ist aber auch gut, dann können wir uns zur Not immer was draus bauen, wenn mal ein Werkzeug kaputt geht. Einen Stick übrig zu haben, ist, glaube ich, sinnvoll. So, tak, 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 tak. Und 1, 2 viele. So. Foundation. Snap. Und eine können wir noch. 1, 2, 3, 4. Und jetzt 7, 8. Ja, man sollte den guten Hammer in der Hand haben. Foundation. Doch, ich glaube, das ist ganz okay. Und dann könnten wir hier dann so die Hütte bauen. Mal gucken, ob wir hier mit den Steinen da in Konflikt kommen. Ansonsten würde die eher ein bisschen lang als breit. Aber das sollte eigentlich gehen. Ich denke mal 1, 2, 3. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir 4 Foundations von dort an noch in der Länge hin. Hätten dann so einen kleinen Steg hier raus. Wo man dann vielleicht hier so wie so eine Anlegestelle draus machen können für unser Floß. Was dann hoffentlich irgendwann mal mit Außenbordmotor betrieben werden kann. Na gut, also die Sticks sind schon wieder aufgebraucht. So oder so müssen wir jetzt also wieder zur nächsten Insel aufbrechen. Da freuen wir uns aber. Gelle? Da habt ihr, Gelle, das war hessisch, sorry. Da habt ihr alle richtig Lust drauf, das weiß ich genau. Jetzt wieder ein bisschen Holz fällen gehen und Axt, jetzt weiß ich nicht, habe ich eine Axt dort oder nicht. Ich nehme die Machete mit. Und den Kompass brauche ich leider auch. Das Inventar schon wieder voll, Mann. Vielleicht lasse ich die Machete zur Not dann für den Rückweg erstmal dort liegen. Hm? Waren wir nach Norden aufgebrochen? Also, nee, nach Süden ist das ja. Da. Wo ist mein Boot?
Wo ist mein Boot? Jemand hat mein Boot geklaut. Ich bin verloren. Du warst es. Du hast mein Boot geklaut. Du Schwein. Jetzt mal ohne Witz, wo habe ich denn das hingepackt? Ich sehe nur noch ein Floß. Ah, da. Dann kamen wir also doch von dort, wie ich das mir eigentlich... Die Sonne geht unter. Ich habe nur keine Ahnung. Von dort. Ich habe keine Ahnung mehr, wo unsere Insel ist, die wir geerntet haben. Wobei es eigentlich egal ist, weil auf dieser Insel, auf dieser Schiffswrackinsel ist ohnehin nichts mehr. Aber jetzt, wisst ihr was, jetzt warte ich eigentlich doch lieber kurz den Sonnenuntergang ab, bevor wir aufbrechen, weil sonst ist es da wieder dunkel. Dann schlafen wir hier lieber in aller Ruhe. Obwohl, wenn ich die richtige Insel erwische, war da ein Bett drauf, ne? Wenn ich jetzt noch länger überlege, ist eh dunkel. Wie viel Uhr ist? Essenszeit ist. Essenszeit ist. Dann machen wir jetzt ein Campfire. Wisst ihr was? Planänderung. Wir machen jetzt ein Campfire. Grillen die Nacht noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ah ja, mit links füllt man das auf. Boah, sind jetzt alle 5 Sticks reingegangen. Und den Leiter haben wir dort. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Potato. Habe ich nämlich noch nie probiert. Tatsächlich funktioniert jetzt. Wie cool. Kann ich... Nee. Schade. Die rohen schmeiße ich mal wieder weg, weil wir wissen ja, es gab bei den Sardinen und bei den Krebsen auch die Probleme mit dem, dass die gekochten Sachen auf die rohen Sachen draufstecken, auf denselben Stack gehen. Das müssten die nochmal ändern. Ja, und ändern ist ein gutes Stichwort. Ach, ist das schön wieder hier. Ist doch einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich. Ach ja. Ändern ist aber ein gutes Stichwort. Es steht ein Patch bevor. Die Entwickler hatten sich gemeldet und auf Twitch, glaube ich, auf Twitter verkündet, dass noch in dieser Woche wohl der neue Patch kommen soll. Die Neuerungen habe ich mir noch gar nicht angesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sie schon gibt. Ich will jetzt mal gucken, ob ich Wasser sammeln kann. So, die Kartoffel ist wohl gekocht. Cooked Potato Food. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Food ist. Wahnsinn. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was die bringt. Ob die jetzt mehr bringt als die ungekochten. Nö, bringt genauso nur einen halben Strich. Also insofern, die brauche ich eigentlich nicht kochen. Dann essen wir die lieber so. Und verschwenden damit jetzt nicht die Zeit beim Kochen. Kochen lieber hier die Krabben, denn die bringen nun mal schlicht und ergreifend. Ich lege die rohen doch wieder hier hin. Wie gesagt, wegen dem Stacking-Problem. Also, dann nochmal den Eimer. Eimer. Ach, den habe ich ja wieder vor lauter Schreck fallen lassen. Übrigens, Eimer fallen lassen, wenn der voll ist. Also, wenn ich jetzt hier so sage, ich schmeiße ihn auf den Boden. Dann liegt er entsprechend schräg. Wenn man damit Probleme hat, den aufzustellen bzw. kein Wasser verschütten will, was wohl tatsächlich funktioniert, dann sollte man sich einfach so hinstellen wie hier, jetzt gerade gucken, vielleicht ein bisschen hochgucken, knapp den Horizont im Blick haben und dann fallen lassen. Dann steht er gerade. Das so als kleinen Tipp vielleicht an die, die das Problem haben, dass denen immer das Wasser ausläuft. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich Wasser sammle. Ich habe, glaube ich, mal gesehen, dass man wirklich... einfach nur ins Wasser muss. Nur das Problem ist, hier war irgendwo so ein Fischi. Ich gehe jetzt erstmal kurz zurück. Sehe ich das irgendwie, dass der voll ist? Hm, keine Ahnung. So. Die gekochte Krabbe legen wir mal...
Hierhin, das Kochen ist echt zu kompliziert. Wenn das jetzt zwei verschiedene Stacks wären, ginge das so viel schneller. So. Tja, hi, wo ist er hin? Das ist echt doof. Kann ich, wenn ich crouche, bin ich dann eventuell im Wasser? C? Ja, so bin ich im Wasser. Also so müsste ja eigentlich der Eimer voll gehen. Hui. Ist es aber, glaube ich, nicht, oder? Oder ist das... Ist das noch ein Fehler in der Darstellung? Ich stelle den jetzt mal ab, ob man da dann was sieht. Plumps. Bucket Seawater. Ja, okay. Doch, der ist jetzt voll. Ich weiß nicht, sieht man das? Ja, da, genau. Doch, hier sieht man jetzt sogar Wasser drin. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass man das Wasser kochen muss, damit es dann genießbar ist. Weil Meereswasser, ne, hat ja viel zu viel Salz. Das entzieht dann quasi den Zellen das Wasser. Und letzten Endes verdurstet man dann nur noch schneller, wenn man das trinkt. Das Problem ist allerdings, dass Kochen eigentlich mal so gar nichts bringt. Weil das würde jetzt das Wasser ja nur rauskochen und übrig bliebe Salz. Also es würde es nur weiter aufkonzentrieren, das Salz, den Salzgehalt. Würde also noch ungesünder werden. Man müsste jetzt eigentlich hier so eine... ja, so eine Art Destillationskolben bauen. Also sprich, dass dieses kochende Wasser, dass der Wasserdampf abgeführt wird und irgendwo an einem kalten Fleck kondensiert und abläuft. Hier, jetzt haben wir Physik. Und dann hätte man am Ende destilliertes Wasser. Das ist allerdings auch nicht gerade gesund. Sprich, das hätte so gut wie gar kein Salz mehr drin. Das müsste man dann wieder mit ein bisschen Mineralien anreichern. Könnte man... Indem man beispielsweise Krabben drin kocht oder vielleicht einen Schluck Meerwasser rein, das weiß ich jetzt gar nicht. Würde ich dann ausprobieren im Zweifelsfalle. Aber ja, aber das, was wir hier machen, ist ja absoluter Schwachsinn. Aber gut, ist von der Spielmechanik her wohl schwer anders umzusetzen. Ich hingegen würde mir wünschen, dass es realistischer machen und solche Regenfälle wie eben den Eimer eben wenigstens ein bisschen füllen würden. Man könnte relativ einfach, glaube ich, aus Palmen wählen, sozusagen so große Trichter bauen, die also die Auffangfläche vergrößern und das dann in den Eimer abfließen lassen. Also solche Auffangbecken sozusagen machen. Das klang fertig. So, und jetzt können wir den wohl trinken. Ah ja, und da sehen wir, der Wasserspiegel senkt sich. Jetzt stelle ich den mal ab und hoffe, dass... warte mal, ich stelle den an den... Durst haben wir keinen. Ich stelle den hier an den Stein. Nein. Das hätte er ausgekippt. Ich stelle den an den Stein, nicht auf den Stein, Mann, du Trottel. Mein Wasser ist raus. Mein ganzes Wasser. Oh Mann. Na gut. Egal, wir brauchen eh nicht Wasser, weil da drüben die Kokosnüsse... Die befüllen sich ja immer wieder selbst. Ich nehme immer zu viel Krabben auf. So, und wir essen schon mal ein bisschen was wir hier gebastelt haben. Aha, die geben jetzt richtig Nahrung hier. Das ist ja sau cool. Also es lohnt sich, die Krabben zu kochen. Ja, also so würde ich es mir schon wünschen. Ich denke mal, sowas könnte auch noch kommen. Man könnte auch einen Baumstamm aushöhlen und so, sozusagen als Wasserrinne nutzen, dass dann dort das Wasser, was man mit dichten Blättern, hier zum Beispiel diese Blätter, könnte man andichten und dann dazu verwenden. Es gibt sicherlich auch noch andere. Ich hatte hier noch große Gewächse irgendwo auch mal gesehen, die recht riesige Blätter haben. Und hier sind jetzt gar keine. Aber so könnte man auf jeden Fall eine Wasserauffangstation für Regenfälle bauen und das wäre dann realistisch, weil ich, nur so gibt es eigentlich die Möglichkeit, auf so einer Insel an Süßwasser zu kommen. Der nächste Kandidat ist fertig. So. Ach, das freut mich, dass diese Krabben doch so nahrhaft sind. Das ist ja mal wirklich gut. Hm.
Ne, wir übertreiben es jetzt mal nicht mit dem Kochen, aber irgendwann muss ich mal eine ganze Rutsche an Krabben durchkochen, damit wir da dann ein Lager haben. Ich lege jetzt mal die rohen alle hier hin und in unser Nahrungslager legen wir nachher nur die gekochten. Die Rohware liegt also am Lagerfeuer und gammelt dort dann mal schön vor sich hin. Das ist sicherlich gesund. Aber eigentlich ist das auch nur eine Methode, um an Nahrung zu kommen, denn dann kommen Fliegen und die kann man ja dann einfach essen, ne? Und Maden, die kann man dann da rauslutschen, aus den Krabben. Schön die Maden aus den Beinchen rauslutschen dann. Super, sehr nahrhaft. Proteine, Proteine. Das braucht der Gestrandete. Ich weiß nicht wieso, aber mir wird gerade ein bisschen übel. Oh, hier liegt noch eine Sardine. Die ist bestimmt auch noch ganz frisch. Ach ja, Gammelfleischproduzent Koja. Obwohl die meisten hiervon ja noch sehr frisch sind. Abgesehen von der Sardine und den alten Krabben. Ich glaube, das waren die beiden. Die müssen wir jetzt zuerst kochen, damit die schon mal weg sind, die Gammelkrabben. Und die Sonne geht wieder auf. Gleich. Bing. Licht an. Flackerlicht an. Erstmal Disco. Na komm. Mach Pling. Sehr schön. Dann haben wir die ganze Nacht hier durchgekocht und haben 5 Krabben gekocht in der Nacht. Und ich hasse dich. Das. Mein Feuer. Ich schütze dich, mein Feuer. Ich muss jetzt mal doof fragen. Das Feuer überdachen? Geht gar nicht so einfach. Müsste ich eine neue Feuerstelle bauen. Ich weiß, mir ist das Feuer letztens mal ausgegangen im Regen. Aber vielleicht war das Zufall, dass das gerade dann ausgegangen ist. Also dass es gerade in dem Moment auch wirklich abgebrannt war. Weil momentan scheint es ja noch weiter zu brennen. Wobei hier unten sieht man die kümmerlichen Reste. Vielleicht brennt es schneller ab. Dass also dieses... Wobei das natürlich doof ist. Ich habe das Gefühl, dass das Feuer im Regen dann schneller abbrennt, weil hier ist nur noch ein kümmerlicher Rest von meinen Sticks, die ich da reingeworfen hatte. Ja. Von meinen Sticks, die ich reingeworfen hatte, ist nur noch ein kümmerlicher Rest da gewesen. Ich glaube, das brennt im Regen schneller ab. Eigentlich doof. Es sollte lieber löschen und die Sticks erhalten bleiben. Dann könnte man es wenigstens nochmal anzünden irgendwann, wenn es wieder getrocknet ist. Naja. Ist so meine Vermutung. Aber das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich extra die Nacht durchgemacht, gekocht und wollte jetzt an diesem Tag wieder erkunden bzw. zur Insel aufbrechen und schon regnet es wieder. Was ist das für ein Scheiß? Mann. Wir haben ein Pech. Wir haben echt ein Pech. Ich werde mich beim Reiseveranstalter beschweren. Dieses Wetter, das geht nicht. Da müssen die Besseres liefern. Mann. Ja, jetzt kommt auch noch das traurige Klavier, obwohl das ist, glaube ich, eher der Pianist, der mit der Stirn auf das Klavier geditscht ist, weil er auch über das Wetter so unzufrieden ist. Das ist ja alles. Mann. Ja, was soll man machen? Was soll man machen? Wir werden uns dann das nächste Mal wiedersehen, hoffe ich doch sehr. Und dann nicht mehr im... Ich gehe hier mal raus, das ist ja viel zu laut. So. Und dann hoffentlich nicht mehr im Regen, sondern im Sonnenschein. Und werden uns dann rüber zur
Insel machen, die uns das letzte Mal, ich hoffe, wir finden die wieder, die uns das letzte Mal so viel Schiffswracks da geschenkt hat und so viel Loot. Ich glaube, dort lagen nämlich noch einige Kokosnüsse und ich weiß auch nicht, ob ich alle Sticks von dort mitgenommen hat oder ob da nicht noch was lag. Ich habe keine Ahnung mehr, es war zu lang her jetzt. Schauen wir da nochmal hin, ansonsten hopsen wir von da weiter zur nächsten Insel und holzen die halt auch noch kaputt, ne? Wir müssen ja schließlich unsere feudale Bude bauen. Das war ja eigentlich das Ziel, unseren Palast dort zu errichten mit Bootsanlegestelle und Haushai. Und Haushai, ganz wichtig. Und im Sonnenteil der Insel, auch ganz wichtig. Scheiß Wetter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.